Und damit hallo und herzlich willkommen im Ranch Simulator. Ja, wir sind heute nicht alleine. Mit dabei ist noch der Episode 1 LP. Allerdings habe ich ihn jetzt erstmal noch stumm geschaltet, weil ich jetzt erstmal hier ein paar Sachen angucken wollte. Ich war vorher noch nicht im Spiel drin. Dementsprechend werde ich mir eben die Optionen angucken. Und wir sehen uns dann gleich wieder zur Charaktererstellung. Oha, das sieht schon mal richtig gut aus. Aber natürlich nehmen wir einen weiblichen Charakter. Und meine Lieblingshaarfarbe, die er gerade gar nicht annimmt. Wieso nimmt er die nicht an? Weil das der Hautton ist, oder? Tut sich aber auch nichts dabei, wenn ich jetzt da reingehe. Okay, ich will jetzt nicht den Hautton haben. Kann man das irgendwie abbrechen oder so? Nee, ne? Oh, man kann, okay, man kann den Kopf auf jeden Fall bewegen. Wie ich den Hautton jetzt wieder zurückkriege, keine Ahnung, aber anscheinend nimmt er es auch nicht so wirklich an. Hauttextur. Okay, also das können wir gerne so lassen, wie es war. Helligkeit. Aber warum muss die so viele Pickel und Unebenheiten haben? Das ist ja schrecklich. Ohrform, Kopfform, Sättigung. Die Haare, genau, die Haare wollte ich nämlich anders haben. Dreh mal den Kopf. Achso, mit der rechten Maustaste war es. Entweder lila, die habe ich nämlich auch schon mal so gehabt. Naja, so ein richtiges Pink, wie es hier angezeigt wird, haben sie anscheinend nicht. Dann lasse ich die Haare mal so, auch wenn mein Char an sich ein bisschen seltsam böse aussieht. Okay, die Nase finde ich eigentlich ganz gut so, die können wir lassen. Die Augen finde ich ehrlich gesagt jetzt sehr komisch, weil kein Braun dabei ist. Aber die auch scheinbar nicht so wirklich ja, geändert werden, wenn man hier eine andere Farbe nimmt. Also ich denke mal, dass das alles noch so kleine Bugs sind, weil der Ranch Simulator ist meines Wissens nach im Moment noch in der Early Access Phase. Aber wir wollten ihn trotzdem natürlich testen. Schauen uns hier mal die Augen an. Sind alle jetzt nicht so wirklich schön. Ups, nein. Ich dachte, man kann da nicht zurückgehen. Okay, Höhe, Tiefe, normal, schmal, Augenbrauen. Ja, sind einigermaßen. Also in der Mitte hätte jeder dann noch ein bisschen weggezupft, aber das ist noch okay. Der Mund darf eigentlich gerne ein bisschen mehr Sättigung bekommen, aber offensichtlich nicht vom System her, weil egal was man hier einstellt, man bekommt irgendwie keinen anderen Ton. Entweder liegt es jetzt daran, dass es jetzt von der Vorschau her nicht richtig angezeigt wird oder eventuell liegt es auch daran, ja, dass es halt einfach noch verbuggt ist. Aber man sieht auf jeden Fall, was mal irgendwann daraus werden soll. Der Körper ist soweit... Nee, ich will jetzt eigentlich nicht den Kopf drehen. Ich wollte den ganzen Körper drehen. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Der ist soweit okay. Ich weiß jetzt nicht, was mit der Brustgröße ist. Ich setze sie mal auf normal groß. Dummerweise kann ich jetzt hier... Naja, sieht aber irgendwie so groß aus. Also ich mache mal lieber so die Hälfte vielleicht. Ich kann es mir nämlich nicht anzeigen, weil ich immer nur den Kopf drehen kann. Aber nicht den ganzen Körper anscheinend. Das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Kann ich auch nicht. Ne, mit rechts, links oder AD kann ich es leider auch nicht. Gut, dann lassen wir es jetzt einfach mal so. Der Rest ist ja okay. Die Kleidung. Ich kann mir ein BH jetzt passend machen oder was soll ich hier? Okay, nee, schwarz muss auf jeden Fall sein. Ach so, okay, jetzt verstehe ich das. Der nimmt wirklich immer nur das, was man hier anklickt. Okay, das Oberteil ist in Ordnung. Kleid, naja, Kleid hier wäre vielleicht jetzt nicht ganz so schön. Die Lederjacke, die sieht aber nicht schlecht aus. Leider hat sie jetzt nicht so viele verschiedene Farben. Dann nehme ich mal schwarz. Dann Jeans, Unterhose, Leggings, Jogginghose, Rock. Rock ist natürlich nicht schlecht, auch wenn das jetzt hier ein bisschen komisch aussieht, weil wir ja eigentlich auf der Ranch arbeiten.
Die sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ein Rock, den ich früher mal hatte. Aber schwarz ist grundsätzlich eigentlich immer besser. Nur die Sache mit der Ranch ist halt seltsam. Aber naja. Schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Schuhe, Sandalen, Stiefel. Das nennen die Stiefel. Naja, gut, okay. Das sind jetzt keine richtigen Stiefel, das sind eher so Stiefeletten. Aber gut, was wäre denn hier mit Stöckelschuhen? Oh Gott. Ja, die Stiefeletten und die Stiefel sehen ziemlich ähnlich aus, ehrlich gesagt. Turnschuhe, ich glaube, da sehen sogar die Turnschuhe etwas besser aus. Turnschuh 2. Ja, nehmen wir mal die, weil die anderen, die sehen jetzt nicht so wirklich passend aus. Und da die keine richtigen Stiefel haben, naja. Brille, Sonnenbrille. Sonnenbrille? Eine Sonnenbrille, die nicht aussieht wie eine Sonnenbrille. Moment, den Kopf. Naja, gut, es ist ja sehr hell, ne? Also wir können natürlich auch gerne die Sonnenbrille anziehen. So, das lassen wir jetzt alles mal so speichern, das Ganze ab. Schließen das Ganze wieder. Möchtest du fortfahren? Ja. Auch wenn ich etwas seltsam aussehe. Okay. Ist ein bisschen seltsam geworden insgesamt, aber die Sachen, die zur Kombination drinstehen, naja. Okay, ich werde jetzt mal schauen, wie wir das Ganze machen können und schalte jetzt den Epi noch dazu und hoffe, dass wir uns dann beide vernünftig verbinden können. Bis gleich. Kaufe eine Kanne im Laden, um Kuhmilch zu verkaufen. Toll. Ich soll erst Kuhmilch kaufen, damit ich dann welche verkaufen kann. Das ist sehr intelligent. Hallo zusammen erstmal. Ja. Also soll ich mal probieren, dir beizutreten oder was, dass wir das vielleicht Moment, habe ich noch ein zusammen. schwarzes Bild mit hüpfenden Hühnern. Moment, ich glaube. Ah, jetzt bin ich drin. Grundbewegung ist eigentlich logisch. Kriechen ist mit Shift, also das Normale. Nee, Sprinten ist mit Shift. Was ist das denn? Das ist ja ätzend. Springen mit Space. Halte V gedrückt, um die Kamera an sich zu ändern. Also Boah, ich mit habe jetzt mal Shift. Beitreten gemacht, aber irgendwie passiert nichts bei mir. Folge Passiert dem bei blauen dir was? Symbol. Also bisher steht nicht, dass du beigetreten bist. Kann es sein, dass du eine Anfrage hast, die du bestätigen musst irgendwie? Weil ich denke mal, nur so einfach beitreten kann man nicht. Bei mir regnet's. Ich werde nass. Ich gehe mal jetzt aus. Ich kann mich Wobei. angucken, aber ich kann mich selber, ich kann mir nicht ins Gesicht sehen. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich versuche die ganze Zeit mein Gesicht zu zeigen und die guckt immer weg. Boah, ist das doof gemacht irgendwie. Ja, ich versuche mal eben die Anfrage anzunehmen. Sie haben die Einladung irgendwie angenommen. Keine Ahnung. Es ist alles rot. Das ist schön. Was nicht so schön ist, dass du nicht bei mir auf der Ranch bist. Wieso ist alles rot? Aber bei mir hat das auch ziemlich lange gedauert, muss ich dazu sagen. Bis ich hier reingekommen bin. Vielleicht haben die ein bisschen Probleme jetzt gerade oder so. Ich springe So. gerade. Das sieht irgendwie sehr, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht sagen, wie es aussieht, aber naja. Ein bisschen seltsam und unbeholfen auf jeden Fall. Pass mal auf, ich gehe mal bei mir raus aus meinem Spiel. Vielleicht kann das Spiel Hauptmenü. Ah, warte mal, da kannst du Freund einladen. Im Hauptmenü, wenn du Escape machst. Mach mal Escape und dann Hauptmenü. Also. Freund Na. einladen. Spieler Jetzt, rauswerfen. jetzt kommt was. Dann probieren wir das doch mal direkt mit dem Spieler rauswerfen aus. Nein, probieren wir nicht. So, Bin warte an mal, ich habe hier ein Ölfass. Kann ich da irgendwas mit machen? Ich kann auch nicht schlagen oder so. Ich kann nur dumm aus der Wäsche ich bin gucken. angekommen. Hier ist. Wo Ja, bist und du? jemand hüpft. Da bin ich. Aber ich sehe dich gar nicht. Wir haben keine Karte oder sowas, ne? Hier, guck Doch, mal, eine ich bin an Karte? 11. Doch, warte mal, ich seh dich auf der Karte. Jetzt sehe ich dich auch hier. Guck mal, wie er springt. Das sieht nicht total bescheuert aus. Boah. Okay, nach vorne, das habe ich noch nicht gemacht eben. Das sieht aus, als wenn du so eine Gazelle wärst. Irgendwie oder so, genau. Ja, aber das mit dem Elf ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Warte mal, ich muss mal eben was lesen hier. Das habe ich schon gelesen. Mein liebes Enkelkind, wenn du diesen Brief liest, hast du dich bereit erklärt, meinen letzten Willen zu erfüllen und unsere Familienranch zu übernehmen. Sie ist etwas
verwahrlost, da ich keine Zeit und Gelegenheit hatte, mich um sie zu kümmern. Das sagen immer die alten Leute, ne? Ich habe dir im Haus auf dem Dachboden ein paar Dinge hinterlassen, die dir behilflich sein werden. Ich glaube an dich. Also das heißt, ich kriege jetzt hier Kehrbesen und sowas wahrscheinlich. Aber, boah, das ist so, das geht aber so schnell mit dem Umschauen. Kann man das einstellen? Warte mal, ich muss mal kurz... Ja, du kannst die Empfindlichkeit mit Sicherheit einschalten. Achso, drücke J, um den Questlog zu öffnen. Moment. Ja, du hast jetzt neue Ziele. Also ich muss jetzt, schalte das Radio an der Wand ein und finde das Zelt. Aber das finde ich auch alles im Endeffekt mit Escape, ne? Schalte das... Müssen wir das denn beides machen? Warte mal, das probieren wir gleich mal aus. Aber mach du erstmal. Nee, dann probieren wir das aus, dass ich das mal ausprobiere. Aber ich guck mal kurz in den Optionen nach. Worunter ist denn das? Unter Eingabe wahrscheinlich, oder? Mausempfindlichkeit. Die steht aber schon auf 1. Ach du Scheiße. Oh, jetzt bewege ich mich gar nicht mehr. Warte mal. Was ist denn damit? Ah, das ist schon wesentlich besser. Also bei 0,3 bewege ich mich nicht so schnell. Okay. Ich kann aber auch mit Shift sprinten. Ach, ich dachte gerade, da ist noch einer. Ja, da ist auch noch einer. Warte, was ist das? Halte gedrückt, um Spiel zu speichern. Das mache ich doch mal. Achso, gedrückt halten. Ja, man sollte doch lesen, was da steht. Okay, hier kannst du bis zum Morgen schlafen und deinen Fortschritt jederzeit speichern. Das ist schön, möchte ich aber nicht, ich will nur speichern. So, hier ist, schalte das Radio an der Wand ein. Moment. Oh, doch, das war doch die Tür. Wo bist denn du jetzt? Oh, die, weißt du, die, ich komme hier nicht mehr. Hallo, kann ich die Tür vielleicht von der richtigen Seite öffnen? Wo muss ich denn hier hin? Das ist ja hier so ein Jump and Run schon hier drin. So. Einmal Radio anschalten. So, entferne das Hindernis. Ja, das Hindernis, was ich hatte, das war die Tür. Finde die Truhe im Obergeschoss. Ich gehe mal nach oben. Hier oben, hier geht's hoch. Auf der musst du das jetzt noch machen oder habe ich das jetzt auch für dich? Nee, jetzt ist jetzt auch für mich eben, musste ich den Brief haben. Oh, hier ist das Hindernis. Du musst das da machen. Das da. Die Musik hört sich aber irgendwie merkwürdig an. Um Objekte zu zerstören oder entfernen, wähle den Abrissmodus im Actionrad. Was sind das Actionrad? Tabulator drücken. Ach so, ich bin ja mit der Maus. Ja, drück mal Tabulator, dann kannst du, ist das Actionrad und dann kannst du das auswählen. Löschen. Genau. Ah. Und dann kann ich auf dem. Ist das Müll? Geh doch mal weg. Wann bist du bereit? Ist das hier Müll, die Tür? Soll ich die auch entfernen? Nein, die Tür müssen wir wieder einbauen. Das musst du machen dann. Du musst alles schöner machen. Drücke. Nee, ich will aber nichts abreißen. Ach so, ich muss da wieder auf Hand umschalten. Okay. Hier unten ist eine leicht vermooste Matratze, Schatz. Sollen wir die kann man sich auch irgendwie runter. Ich falle doch da durch, wenn ich da jetzt drüber gehe. Oh nee, geht doch. Ja. Hier ist eine Truhe, die musst du mal aufmachen. Oh, eine ich nehme die Pistole. Gib mir die. Und ja, das Geld, warte mal. So, du kriegst gar nichts. nimm diesen Revolver mit. Siehst du, ich sollte den nehmen. Steht hier sogar drin. Im Wald gibt es viele wilde Tiere, die dir Probleme bereiten können. Ich habe etwas Geld und Munition hinterlegt. Noch eine Sache. Du wirst ein Auto brauchen. Ja, wenn es weiter nichts ist. In der Werkstatt am Eingang der Renn steht ein altes Nutzfahrzeug. Oh oh. Du kannst es mit Ersatzteilen, die du hier findest, reparieren. Viel Glück. Wenn ich schon schreibe, viel Glück, dann ist das kein gutes Zeichen. Ja, jetzt müssen wir erstmal Räder und so ein Zeug sammeln. Was, Ringe? Achso, Räder. Räder. Boah, die Musik ist ja ätzend. Was ist das für eine Musik? Keine Ahnung, ich habe keine an, aus lizenzrechtlichen Gründen. Achso, naja, die hier hat, glaube ich, keine Lizenz, die Musik, die da läuft. Ist das nicht so eine Ranch-Musik, wie am Anfang? So eine Marschmusik ist oder so klassisch. Das ist eine Haschmusik? Klassische Marschmusik irgendwie. Oh Gott. Soweit man ich glaube hier, das ist nicht so ganz, okay. Können ich gehe mal hier vorne raus. Ich gehe vorne raus, wo ich reinkommen bin. Ja, ich kann hier raus. Haha. Okay, jetzt haben wir hier 1000 Dinge, aber du kannst die, also lass mich mal eins mit aufheben, aber das ist wahrscheinlich nur E drücken oder so, ne? Also das Auto steht hier oben, aber du musst hier, also hier ist ein Sitz. Ach so, hilf mir mal, Schatz, das ist so ein schweres Teil. Ich habe den Sitz hier, schon in der Hand. Wo ist der denn hin? Ach so, da hinten. Da hoch. Bin schneller. Lana, ich kann auch schneller springen. Okay, mit dem Reifen kann ich gar nicht mehr springen.
Sollen wir das jetzt hier einlagern oder wie? Nee, einbauen. Komm mal hier hin. Hallo, wo bist du? Ich bin bei dem Auto. Nein, hier rein. Hier musst du die Räder dran bauen. Bau das mal. Ach, das hier ist ein Golfwagen. Also, oh, also wir müssen Scheiße. Da stand zum Installieren E drücken. Jetzt ist alles weg. Was ist das? Wie? Ja, du hast das gelöscht. Nein, ich hab das. Lässt du mich da mal durch? Ich mach dich nicht so breit hier. Ach so, von hier muss ich was mitnehmen, oder wie? Da ist was. Da. Da ist ein Stein. Nee, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas Plastikartiges. Also ich habe den zweiten Sitz. Treibstofftank. Ach so. Ich mache die wichtigen Sachen. Die Sitze baue ich schon mal ein. Ja, der Treibstofftank ist ja nicht wichtig. Das ist nee, richtig. Wichtig ist, dass ich mich hinsetzen kann. Ja, toll. Wie baue ich das denn jetzt hier ein? Mit E. Kann ich nicht. Oder, ach so, die zeigen das nicht mehr an. Ah, okay. Was ist das? Guck mal, ich habe eine Stoßstange, also kann man nicht sagen. Wie nennt sich das hier? Stoßfänger ist das. Ich habe noch einen Reifen gefunden. Ich bin ja gerade so, ich stehe gerade so neben mir, ich kann die einfachsten Wörter überhaupt nicht mehr. Warte mal, da. Ey, das war mein Platz, der wurde mir grün angezeigt. Ja, da fehlt aber die Felge, da kannst du kannst du. Oh, ja, ich habe ein Auto, geh weg, ich muss fahren. Geh weg da, sonst musst du mich überfahren. Warte mal, ich mach das Licht schon mal an. So, Licht an. Oh, Licht ist voll. Hi, fahr mal. Motor starten. Warte, nutze den Kanister auf der Ladefläche des Warte mal, ich gehe nochmal raus. Wie auf der Ladefläche des... Ich mach nochmal aus. Ach, hier. Und mach mal Licht aufheben, an. So. Hebe das Objekt auf, halte rechts gedrückt, um es zu platzieren und drücke links, um die Platzierung zu bestätigen. Wo will ich das denn? Will ich das auf hier hinten auf die Ladefläche musst du es. Nee, du musst es, glaube ich... Hä? Du musst tanken. Drücke mal links, um die Platzierung zu bestätigen. Wieso kann ich... Ach so, das muss grün sein. Nee, wir müssen Benzin holen, ja. Kannst du mal die Tür aufmachen? Sonst fahre ich da durch. Nö. Versuch mal. ey! Du machst ihn noch kaputt. Sag mal, der überfährt mich auch gleich, wenn ich jetzt da rumlaufe. Warte mal, wo müssen wir hin? Die Tankstelle. Oh, ja, das fragt mich doch nicht. Warte mal. Soll ich mal auf der Karte? Kann da man hier oben? Ja, richtige Richtung und dann immer der Straße folgen. Kann man hier eine Markierung setzen oder so? Ah, da ja. Ja, Richtung ist. Bitteschön. Siehst du die überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber ich kann nicht lotsen. Ich war schon immer. Oh, ich habe schon immer gute Orientierung gehabt, aber Hallo. Du kannst anscheinend nicht so gut fahren. Du fährst, als ob du besoffen. Hast du vielleicht ein bisschen geschnüffelt aus dem Kanister? Ja, ja. Das, so. Was ist mit dem Ding, ey? Das ist total empfindlich. Ja, gut, du machst das mit der Tastatur, ne? Das ist scheiße, mit Tastatur zu fahren. Das habe ich auch schon mal ausprobiert. Ja, aber das muss man einstellen können. Das ist ja affig, ey. Da fällt mir ein, wir haben noch gar keinen Check gemacht, ob du nicht eventuell zu laut bist bei der Aufnahme. Ich hoffe, du brüllst jetzt hier gleich nicht so in die Folge rein. So, warte mal, ich springe schon mal besser schnell raus. Ach so, ich muss den mitnehmen. Warte, bleib mal stehen. Nein! Ja, ich will... Den will ich haben. So, warte mal. Aber nicht mich überfahren, bitte. Du musst doch gar nicht tanken. Was willst du denn? Hab mich auch auscht. Zum Platzieren. Ach so. Nee, warte mal. Doch, den muss ich hier drauf. Wie kann man denn aussteigen? Und da muss ich den wahrscheinlich... Nee, dann kannst du aber nicht... Nee, du musst erstmal hier reingehen. Jetzt? Ach, ja? Ja? Die ist geschlossen. Nee. Ja, die Tankstelle ist geschlossen. Doch, Auto befüllt, Kanister befüllt. Echt? Aber ich habe das Ding jetzt losgelassen. Aber hier drin ist rot. Irgendwie. Man kann nicht... Warte mal, kann man den wegmachen? Ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich hier gemacht habe. Warte mal, das aufheben und da wieder rein. Okay, das... Nee, mit E. Okay. Ja, man sollte auch lesen, ne? Also, wenn du das nicht vernünftig machst, dann erschieße ich dich. Ja, wieso hast du jetzt auch eine Pistole? Warte, wo ist mein Inventar? Weil wir das gekriegt haben. Das haben wir beide. Arsch. Wieso habe ich kein Inventar? Ist das nicht unter... Das ist ein Kopf... Nein, du musst das auf dem Rad machen. Auf dem Rad. Mit Tabulator und unten ist... Kopfschuss. Bäm, bäm. Drücke R zum Nachladen. Achso, wir können noch gar nicht nachladen. Habe ich hier weggeworfen? Nee, ne? Nee, ich habe jetzt R gedrückt. Ich habe jetzt nachgeladen. Warte mal, ich muss noch mal... Nee. So, warum ist hier eigentlich geschlossen? Sauerei. Hallo, lass mich rein. Wo sollen wir denn jetzt hin? Moment. Warte mal, vielleicht brechen wir hier ein. Hier gibt's Eis. Nee, hä? Der zeigt mir aber immer noch an... Dass ich das befüllen soll. Ja, oder? Du sollst das befüllen. Du hast. Ja, aber oder ich dachte, ich habe das jetzt gerade gemacht. Warte mal, ich probiere nochmal eben.
eh hineinlegen. Ach so. Oh. Das Auto fliegt weg. Nein, das habe ich gemacht. Ich wollte das Auto umdrehen. Wie das Auto umdrehen. Ach so, tanken beginnen. Okay. Was ist mit dem Schwengel hier? Oh, das kostet Hilfe. Oh, das kostet mich ja auch. Hallo? Der Kanister ist befüllt, steht hier. Aber wir... Ach so, ja, das Auto, damit wieder abbrechen. Nein, das Auto hat auf der anderen Seite den Pömpel. Du musst das Ding umdrehen. Warte mal, ich versuch's nochmal. Nee, hallo, bleibst du mal stehen? Mann, ich muss das hier reinsetzen. Ja, eh zum doch. Einsetzen. So. Boah, bist du ein Idiot. sprich mit dem Auto, habe ich gerade gelesen. Mach mal die Heckklappe. Ach so. Sollen wir nicht lieber vorher nochmal tanken? Ja, tank nochmal. Aber das musst du bezahlen diesmal. Ich will das. Du kannst mich mal. Du bist der Mann, du hast das zu zahlen. Nee. So, hinein. Oh, ich kann nicht mehr. Ich hau schon mal ab. Ach so. Hä? Das geht nicht mehr, weil da noch was drin ist, oder wie? Nee, doch, jetzt geht's wieder. Hä? Muss ich nicht verstehen. Okay. Warum gibt's hier keine Hupe? So. Ich muss mal aussteigen. Gut, ausstellen. Zack. Müssen wir das eigentlich... Ich lasse das jetzt einfach, ich habe keinen Bock mehr. So, müssen wir jetzt mit dem Typen sprechen. Wo ist denn der? Autoverkäufer, der ist hier drin. Nee, Autoverkäufer. Nee, da drin doch nicht, oder? Nee, der ist da hinten. Nein, der ist da hinten an 200 Metern. Sollen wir das klauen? Kann mir das klauen? Nee. Nein, du kannst hier nichts klauen. Okay. Mach mal Licht an, es ist dunkel. Ich bin gerade heillos überfordert, aber okay. Das erinnert mich an die letzte Folge von wie heißt das nochmal? Hospital Heat. Da habe ich das erste Mal was Neues angefangen und bäm, ich habe es nicht hingekriegt. Aber ich habe es dann direkt beim ersten Versuch danach perfekt hingekriegt. Nicht dagegen fahren! Stopp! Ich muss hier raus. Hilfe, lasst mich rein! Hilfe, da ist ein wild gewordener Mann mit mir hierher gefahren. Willkommen. Hier kannst du ein Auto kaufen oder es anpassen. Allen Neukunden bauen wir für nur $10 Radius in ihre Allradfahrzeuge ein. Fahre einfach in die Werkstatt hinter dem Gebäude und baue das Radio ein. Bin ich denn bescheuert? Wenn du ein Fahrzeug kaufen willst, benutze den Computer vor mir. Okay. Aber wir müssen ein Radio einbauen. Wie kaufe ich ein Auto? Das habe ich ja quasi schon. Was ist der Unterschied zwischen den Autos? Alle Autos unterscheiden sich in ihren technischen Eigenschaften sowie ihrer Kapazität. Weitere Details findest du auf dem Computer. Ja, warum rede ich dann überhaupt? Wieso steht da eigentlich Verkäuferin, wenn das eindeutig ein Typ ist? Also für eine Verkäuferin sieht der schon ganz schnieker aus, ne? Warte mal. Upgraden könnte ich. Drücke E zum Verwenden, okay. Ah, Kapazität 2 Schweinchen steht hier. Also, ich kann ein Auto kaufen, was genauso aussieht wie unseres. Na toll, ich habe jetzt das Radio in das eingebaut. Erstmal. Nein, wofür? Wir können doch eh kein Radio kaufen, hören. Also ich schon. Ich soll jetzt mit der Verkäuferin Nein! reden. Nein! Oh. Gut, fürs andere Auto habe ich kein Geld. Dann haben wir hier ein Squad. Ja, also für die anderen Autos habe ich definitiv kein Geld. Aber die hat ja gesagt, dass ich meins reparieren kann. Das ist aber eigentlich meins, dieses Auto für 200. Ich will kein neues. Das heißt, ich will schon ein neues, aber... Sprich mit der Verkäuferin. Moment, das war doch die Verkäuferin gerade hier. Da stand Verkäuferin. Drücke E zum Sprechen. Verkäuferin. Ich habe deine Schallplatte geklaut, der einen. Vielleicht sollte ich hier... Ja, benutze den Computer, das ist klar. Muss ich hier alles angeklickt haben, damit das zählt? Nö. Muss ich vielleicht doch mit dem hier vorne? Nee, das ist eine Sie. Mit der kann ich aber nicht reden. Guten Tag. Und sie hier die Verkäuferin, die man nicht ansprechen kann. Hallo, ich komme mal eben hinter die Theke, ja? Ich habe gerade irgendwas zum Anvisieren. Moment, okay. Da. Schallplatte nehmen. Ich habe eine Schallplatte genommen. Ich habe mal eben was geklaut. Lass uns abhauen. Aber hier ist doch sonst keiner. Mit der einen kann ich nicht sprechen. Und mit der tollen Verkäuferin, die aussieht wie ein Mann hier, habe ich schon gesprochen, aber das ist nicht abgeschlossen. Nee, warte mal. Ach, besuche den Laden. Du bist doch auch so doof. Oh. Ja, du bist echt doof. Wo ist eigentlich das Auto hin? Hä, das Auto stand doch hier. Ach, da. Das ist so dunkel, ich sehe nicht. Man sollte doch mal das Licht anmachen.
So, ich würde sagen, wir ersparen uns diesen holprigen Weg jetzt, bis wir da sind. Und ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge beim Laden wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Er kann nicht reden, er muss Kaffee trinken.